Hier kommt. Oha, oha, das vorläufige Ergebnis hier für Beatrice Buchholz und Daily Pleasure. Klare Führung. 76,650%. Helen Lange-Hahnenberg, die kennen Sie natürlich, die Mannschaftsweltmeisterin, die grandiose Erfolge erritten hat mit Damon Hill, vorher schon mit Responsible, zum A-Kader gehörte und nach dem Verlust, das klingt so, nach der Trennung von Damon Hill klingt auch nicht besser. Also nachdem sie Damon Hill nicht mehr geritten hat, hat sie dann mit ihm hier, mit Dempsey, den sie übernommen hat von Steffen Frahm, wieder den Anschluss im Grand Prix Sport gefunden, ist inzwischen auch wieder im B-Kader aufgenommen worden mit Dempsey. Und jetzt zeigt sie uns hier ihre Kür. Helen Lange-Hahnenberg im Grand Prix mit ihm schon gut unterwegs. Da gab es schon ein dickes Lob von der Cheftrainerin Monika Teodorescu. Und wir wissen, die beiden sind so ein bisschen schon auf die Kür spezialisiert. Wir sind gespannt.
Holla, holla, holla. Was für ein Feuerwerk hier von Helen Lange-Hahnenberg und dem CFRH. Tolle Piaffe gezeigt. Na klar, den Trumpf hat sie ausgespielt. Diese Fächerpiaffe am Ende, das war schon von exquisiter Qualität. Wobei ich kurz die Luft angehalten habe, als sie auf die Mittellinie kam, auf die Schlusslinie, da war er ja mal kurz in der Passage noch so ein bisschen übereifrig unterwegs, hat sie aber sehr, sehr schnell wieder in den Griff gekriegt. Ansonsten eine kleine Unstimmigkeit am Ende, der Zweierwechsel und viele, viele, viele Highlights, die sie uns hier gezeigt hat. Und ich bin nicht ganz sicher, doch, da ist sie, genau, da winkt sie in das Zelt hinein ihrer kleinen Tochter zu, die nämlich auf dem Arm von der Mama den Ruf wahrscheinlich ganz genau beobachtet hat. Helen Lange-Hahnenberg und Dempsey mit vielen Höhepunkten. Ein Höhepunkt für mich ist ja wirklich der Schritt. Da geht das ganze Pferd Schritt und das mit einem Fleiß und einer ehrlichen Dehnung an die Hand heran. Das macht richtig, richtig Spaß bei den Beinen. Wenn ich das nicht ganz falsch im Kopf habe, schließt sich hier gerade der Kreis in Mannheim. Denn ich glaube, 2016 Mannheim, das war ihr erstes gemeinsames internationales Turnier hier von Helen Lange-Hahnenberg und Dempsey. Und das weiß ich noch genau, im Grand Prix und Spezial haben sie damals gewonnen. Da tendiert er schon mal Richtung Übereifer. So, für sie ist die Sache klar. Sie, die Zuschauer beim Spectator Judging, geben Helen Lange-Hahnenberg hier klar Rang 1 mit über 77%. Wir warten aufs Urteil der Richter. Ja, das war schon vom Feinsten. Der war schon sehr durch. Der war auch bei ihr. Sie hatten ja ab und an mal so ein Turnier. Da musste sie ihn so ein bisschen überreden. Ich meine, heute war er wirklich voll auf ihrer Seite. Und das ist natürlich mustergültige Lastaufnahme, mustergültige Hankenbeugung. Dabei aber trotzdem durchgesprungen und auf den Fleck. Das ist schon wirklich klasse gewesen. Ihre beste Bewertung bisher in einer internationalen Kür, 79,1%, und das war in Neumünster. So, während wir auf das Ergebnis warten, aber schon mal ein Blick. Ja, und jetzt ist klar, wer dran ist. Den kennen Sie, das ist Klaus Husenbeet mit seinem Piccolino. War er dabei, war Mannschaftsweltmeister. Jetzt trainiert er seine Tochter Nadine. Und Nadine hat mitgebracht ihre langjährige Partnerin, nämlich